Tja, hallo und herzlich willkommen zurück. Mayhem ist dem Spiel beigetreten und ich höre... Was höre ich da? Spinnen? Ja, lass uns mal gucken gehen, oder? Ja, Spinnen da oben. Aber wir brauchen eine Axt, warte. Axt, ja? Axt bauen. Der... Das tut dir nichts, solange du nicht zu nah dran gehst. Ja, ich war gerade ganz nah dran. So, Axt. Und... Hast du eine? Nein. Oh, da ist ein Boss. Wir stehen direkt neben einem Boss. Da oben. Cool. Fällt mir. Nein. Doch. So. Hm. Ich gehe jetzt Spinnen jagen. Hallo Spinnen. Komm. 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 Nein, komm her. Ah, ich hab den Boss angezündet. Nein. Was machst du? Ich hab Baum angezündet und der Boss kam angerannt. Wo ist er? Keine Ahnung. Scheiße, der macht dir... Oh, der kämpft gegen Büffel. Geil. Der macht alles kaputt. Du kannst hier sammeln, bis zum geht nicht mehr. Ja, ich sammle gerade hier den Rucksack zum Beispiel. What the fuck? Ich hab einen Rucksack gesammelt. Cool. Also Bosse anzünden macht Spaß. Wo ist er hin? Keine Ahnung. So, komm her. Genau. Da oben ist noch irgendwie so ein Boss oder so. Was? Da ist ein Riesenauge. Was geht denn hier ab? Wir haben die Bosse gefunden. Gefällt mir. Irgendwann sind wir vielleicht stark genug. Alter. Genau, auch mal so ein paar kleine, komische Setzlinge. Rennt hier mit einer dicken Axt rum und gibt mir nichts ab. Oh. Nein, da kommt er wieder. Ja, und hier liegt Gold. Pass auf, der Boss. Egal, ich bin Gold. Liegt hier viel rum. Ganz viel Holz, alles Mögliche. Komm mal bei mir sammeln. Ja, ich sammle hier gerade. Ist das übel. Also einen Boss missbrauchen finde ich gut. Der rennt hier einfach alles um. Boah, da oben liegt noch ein Goldklumpen. Eins. Der dritte Goldklumpen. Oh, der vierte. Wie geil ist das denn, ey? Hast du einen guten Start hatten wir bisher noch nicht. Oh Mann, ey. Was denn? War doch ein guter Start. Ich bin fast voll. So, bauen wir uns mal eine Axt und direkt einen Spitzhacke hinterher. Oh, einen Kranz kann ich noch nicht bauen. Krass. Ich brauche jetzt Holz. Holz, willst du welches von mir haben? Ich glaube, ich habe 11 Holzdinger. Nee, ich hab schon. Aber wir bauen hier nur ein kleines temporäres Feuerlager, oder? Weiß ich nicht. Ja, wenn hier die Bosse in der Nähe rumrennen, hallo? dann bauen wir unser Lager hier kurz und klein, aber hier sind Spinnen. Stimmt. Ja, warte, die Spinnen holen wir uns gleich. Boah, hier liegt schon wieder ganz viel Zeugs rum. Ich bin nur am Sammeln hier. Krass, ey. Ja, kannst du mal sehen, war eine gute Idee, den Boss anzuzünden. Ja, wir müssen da erstmal sortieren, was uns wichtig ist am Anfang, was wir brauchen und so weiter. Nein, da ist der andere Boss. Geh weg. Bleib weg von ihm. Holzklotz, Holzklotz, Holzklotz. Ich hab ein Stack Holzklötze zusammen. So,
So, es wird Nacht, wir müssen uns sammeln. Okay. War das Lager noch gleich? Am Portal, aber ich mach kein Lager, ich mach nur so ein billiges Lager. Ich gucke gerade. Ich kann kein billiges Lager, Dings, ich hab kein Gras, da ist Gras. Du kannst die Bäume wieder aufstellen. Ah, Spinnennetz, geh weg. Hier, Feuer. Eben da. Ja. Und jetzt? Oh, ich kann schon eine Vogelfalle bauen und so weiter. Mhm. Die Oma ist cool, die hat alle Rezepte. Cool. Ein Goldklumpen. Du müsstest dir auch so eine Maschine hier hinbauen. Pass auf, Spinne. Ah! Kommt noch eine. Und boah! Eine ist gut! Was ist denn hier? Ja, wir haben was zum Wiederbeleben. Spinnengrüße, ja. Das ist wichtig. Nimm ich mit. Hier, nimm mal Goldklumpen. Oh, kein Goldklumpen. Lass mal am nächsten Tag alles rauswerfen, damit wir unsere Sachen zusammenwerfen. Weißt du, sonst haben wir keinen Platz, wenn wir alle Goldklumpen sammeln und so. Das ist Blödsinn. Ja. So, wie war das? Du willst ein Wissenschaftsmaschinen-Ding haben? Ja, warte, erstmal muss ich kochen. Nee, Quatsch, was mache ich denn da? Ich will nicht erstmal kochen. Ich kann doch hier so einen Kochtopf bauen schon, oder? Ja, ich brauche Holzkohle. Brenn Bäume ab, bitte. Hey. Hallo, Bäume. Super. Au. Auch eine neue Spitzhacke. Meine ist schon kaputt. Super. Yeah, Goldklumpen. Soll ich jetzt so ein Heini hier hinbauen oder nicht? So Rezepte. Ja, mach ruhig. Aber warte, sollen wir hier wirklich kämpfen? Ich weiß es nicht. Naja, ich sehe den Boss auf jeden Fall nicht mehr. Ich auch nicht. Scheiße, Mann. Wir brauchen hier dringend Sachen. Holz, Blarkisten und so weiter. Hab ich alles im Inventar? Ja, komm, schmeiß mal hier alles raus. Moment, ich wollte noch kurz die zwei Karotten hier sammeln. Gib mir mal Holz bitte, dann kann ich die Kiste bauen. Dann haben wir die Möglichkeit ein bisschen. Richtiges Holz oder die Setzlinge? Holz. Hätte ich dir auch direkt geben können, ne? So, warte. Strukturen. Ja, eben 30 Holz abgedrückt. Oh, da die Tasche. Warte. Ich brauche, wie gesagt, immer noch Holzkohle und 6 von den Stöckern. Geh mal noch Bäume abbrennen. Am besten die kleinen, die brennen schneller runter und haben nicht so viel Holz. Hier links oben zum Beispiel. Ich hab das Spinnennest abgefackelt. Nein, Julian, du Idiot. Was denn? Die Spinnen sollen doch immer wiederkommen, wir brauchen Drüsen. Ach, das geht. Sag das doch. Egal, rechts war noch ein Spinnennest. Mann, du hast ganz viel Asche. Okay, die Asche brauche ich nicht, ich brauche die Holzkohle. Aber dann müssen wir die Bäume so abhacken, wie doof. Nein. Doch. Die müssen erst verbrannt werden und dann abhacken. Nein. Guck, hier, Holzkohle. Im Holzplatz. Achso, Holzkohle brauchst du, keinen Holzplatz. Ja. Okay, aber diese Runde startet schon komplett anders als die andere vorher. Ja, wir haben jetzt schon viel, viel mehr. Und da oben ist der zweite Boss. Der haut gerade die Spinnen kaputt. So. Hey, ich kann mir einen Kranz herstellen. Warte, was wollte ich eigentlich bauen? Deswegen, ach so, den Topf zum Kochen. Oh, Truhen. Oh, ich brauch 6 Holz. Ja, ich brauch 6 Holzstäbe. Gib mal schnell 6 Holzstäbe. Ich muss Essen kochen. Hier.
So, bauen. Da kommt der Kochtopf. So, wir müssen gleich einen zweiten bauen. Warte. Eine Keule rein. Drei Möhren. Kochen. Bräuchte noch zwei Holzkohle, zwei Stöcker und drei Stück. Ich hab keine Stöcker mehr. Holzklotz kann ich dir noch geben. Ich muss jetzt erstmal die ganzen Sachen, die wir nicht brauchen, ins. So, wie viel Lager Essen hast du noch? Das muss ich jetzt gucken. Moment. Ich weiß jetzt erstmal alles, was wir nicht brauchen, da oben in die Truhe. Die erste Truhe ist voll. Der zweite ist Gold. Ah, mein Feuerzeug fackelt ab. Wo hat der hier rumgewütet? Überall liegt Fleisch und so Zeug. Ja. Der Schmortopf ist fertig. Jo, nimm's dir und ess. War nicht viel drin. So, gucken wir mal. Mal eine Beere. Drei Beeren. Monsterfleisch und eine Karotte. Mal gucken, was dabei rumkommt. Hier ist so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem ganzen Scheiß. Eine Handvoll Marmelade hat gut geholfen. Hat viel gebracht. Ja? Mhm. Das ist gut. Was hab ich denn da Schönes gebrutzelt? Eichbällchen! So, das machen wir gleich nochmal. Scheiße. Oh, hast du noch eine Beere? Ja, warte, hab ich. Aber ich muss kurz, ich leg das Herz hier rein, ja? Weil. Ja. Wow, das ist ja richtig gut. Weg da, ich leg rein. Was denn? Zwei Beeren, ein Monsterfleisch und eine Karotte. Warte. Hat gerade richtig viel an Hunger voll gemacht. Könntest dein Herz mal auffüllen. Ich habe in der rechten Kiste liegt ein verräterisches Herz zum Wiederbeleben. Ja, und ein Goldklumpen. Und in der linken Truhe ist so ein Honigding, das heilt. Nimm dir das mal. Ah. Autopf. Kannst du mitnehmen. Ah, okay. So, ich habe noch mehr Fleisch. Warte, und das hau ich direkt auch wieder rein. Fleisch. Beeren habe ich nicht. Hast du noch welche? Ich habe nur noch eine. Ja, hau rein. Dann mache ich zwei Karotten halt rein. Okay. Kann ich nicht. Echt? Ja. Kannst du dir vielleicht geben? Oh, oh, es wird Nacht. Habe ich dir jetzt gegeben? Ich muss ein Lagerfeuer geben. Warte, warte, warte. Oder habe ich dich gefüttert? Weiß ich nicht. So. Spinnen kommen. Mach dich bereit. Ja. Komm her, Spinne. Oh, gesehen. Naja, okay. Dann weg. Gehen. Oh, ich glaube, wir holen mal ein bisschen Holz aus der Kiste. Aha, haben wir gar nicht. So, ich habe eine Vogelfalle gebaut. Da oben. Hast du noch ein Stück Fleisch oder so? Ja. Dann hau in den Topf. Ja, ich habe nur Karotten dafür dabei. Ich habe schon was reingetan. Achso, hast du schon reingetan. Wird gekocht. Oh, ein Vogel. Ja, hol ihn raus. Stell wieder hin. Wenn du irgendwo Samen rumliegen siehst, damit kannst du die anlocken. Da kannst du reintun. Okay. So, was ist das hier? Das hier erstmal wieder instellen.
Ah, der Schmortopf wird auch mit zwei Karotten was. Nur einer Beere. Ja. Da ist wieder der zweite Boss. Und die Samen nehme ich mit. Eckvogel, meine. Ach, hast du schon in die Falle reingepackt, ein paar Samen, ja? Ja. Oh, Spinnen! Oh, was machst du denn da? Das steht ja schon ganz alleine weg. Eine Spinnenlöser. Ja. Super. So, jetzt gibt's aber auch Spinnen en masse. Bären, Bären, ja. Ich frag mich, wo der eine Boss hingelaufen ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den Rucksack von ihm geklaut. Ich find's gut, dass er weg ist. Oh, ich glaube, ich habe ihn entdeckt. Nein, das ist ein Riesen. Goofy. Oh, da war meine Spitzhacke weg. Ein Setzling. Gib mir ein Setzling. Ah, neue Spitzhacke. Erstmal alles abfarmen jetzt hier. War dabei. So. Man kann wohl auch irgendwie, glaube ich, eine Schaufel bauen und bla. Ja, das irgendwie. Und, also eine Schaufel bauen und dann Sachen ausgraben, wie diese Äste und sowas, die nachwachsen, weißt du? Dann kannst du die um deinen Camper rumbauen, glaube ich. Mhm. Okay. Fackel hier oben gerade alles ab. Und alles meine ich wirklich alles. Ja, denk dran, ein Happen. Ach, toll. Und noch mehr Fleisch. Ich brauch auch dringend mal, dringend einen Rucksack. Ja. Mann, oh Mann, was für ein Start. Dann wird auch direkt den Boss gepult, beziehungsweise Julian war es, aufgrund seiner Brandlust. Ja, aber trotzdem haben wir das Beste draus gemacht. Ich meine, der hat ziemlich viel niedergestampft und wir konnten somit ganz simpel einfach ein paar Sachen sammeln. Ja, und unser Lager, das fängt ja an, Form anzunehmen. Hoffentlich kommt der Boss nicht zurück und macht alles kaputt. Wo er jetzt ist, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich gespannt, wie lange wir diese Runde überleben werden. Bis jetzt sieht's ja gut aus. Und das werdet ihr bestimmt auch weiterverfolgen in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Einschalten und auf Wiederschauen.